Willkommen, ich bin Tanja. Willkommen zur 30-Tage-Challenge. Verwende, was du hast. Wir haben heute den 13. Tag und wir nehmen uns als erstes erstmal dieses Designpapier. Und zwar, das sind ja diese 15x15 Blöcke und ich habe so einiges noch ja, im Vorrat, was ich noch nicht aufgebraucht habe. Und ich habe mich halt für diese beiden Motive entschieden. Das Papier schneide ich auf 13x9 cm. Jetzt nehme ich mir einmal mein Embossing-Stempelkissen und stempel mir einmal dieses T-Set auf. Das habe ich mir schon so positioniert, wie ich es gerne haben möchte. Und ja, das ist also quasi so ein Kleber, kannst du dir vorstellen, wenn du nicht weißt, was das ist. Und jetzt kommt dieses Embossing-Pulver, so heißt das. Das streut man jetzt einmal drauf. Der Überschuss wird weggeklopft. Danach wird der Überschuss auch noch mit einem Pinsel so ein bisschen ja weggemacht. Und als nächstes nehme ich mir meinen Heißluftföhn und schmelze einmal das Ganze auf. Das mache ich natürlich mit allen drei Papierbögen. Als nächstes nehme ich mir doppelseitigen Kleberoller und klebe erstmal mein Designpapier auf meinen Hintergrundkarton. Hier ist mir schon mal oftmals jetzt gefragt worden, ob ich diesen Hintergrundkarton, ob man das auch mit Tonpapier machen kann. Kann man natürlich auch machen. Ich nehme nur halt gerne diesen Karton, da der als Träger quasi ein bisschen stabiler ist. Je nachdem, welche Techniken man drauf benutzt, ob man verschiedene Farben benutzt oder so, da ist halt dieses dickere Papier ein bisschen vorteilhafter, als wenn man nur dieses dünne Tonpapier nimmt. Aber wenn du nur Tonpapier zu Hause hast, kannst du das natürlich alternativ auch nehmen. Ja, jetzt habe ich mir hier so diese beiden Löcher gemacht. Und ja, wenn du dieses Tool nicht hast für diese Löcher, dann kannst du natürlich auch alternativ einen ganz normalen Locher nehmen. Beim Locher sind die Löcher nur etwas größer. Jetzt fixiere ich das Ganze mit Kleber. Und klebe dann natürlich das alles zusammen auf Doppelkarten. Ich habe mich jetzt einmal für perlweiße entschieden. Und ja, das mache ich natürlich mit allen drei Kartenauflegern. So schaut das jetzt aus. Und jetzt nehme ich mir als nächstes hier diesen Papierrest und loche mir einmal dreimal diese kleinen Etiketten. Und da stempel ich dann jetzt einmal gute Besserung auf. Die Etiketten will ich einmal so gleich draufkleben. Deswegen nehme ich jetzt einfach einen Stift und deute quasi da so ein Loch an. Ein richtiges Loch wollte ich da jetzt nicht mal reinmachen. Das ist mir an sich zu klein gewesen. Und die klebe ich jetzt mit 1 mm Pads auf. Natürlich auch wieder bei allen drei Karten. So schaut das jetzt aus. Und jetzt kann man jetzt, wenn man möchte, hier noch so einen Teebeutel nehmen zur Dekoration und den einfach nur noch so dranhängen. Man kann alternativ natürlich an diesem Band auch andere Sachen dranhängen. Ich habe mich aber jetzt da, ja, klassisch für so einen Teebeutel entschieden. Und den kann man natürlich so ein bisschen positionieren, wenn man möchte. Den kann man natürlich auch mit Klebepads oder mit doppelseitigen Klebeband ein bisschen fixieren, ein bisschen festkleben, damit er nicht durch die Gegend kullert. Ja, das sind jetzt meine drei Karten. Bei der dritten Karte lasse ich das Ganze. Wie du siehst, die mittlere Karte hat einen schmaleren Streifen. Das war halt das Restpapier. Ich wollte jetzt keinen weiteren Bogen anfangen. Ja, das war's für heute. Bleib gesund, bastel dich glücklich, deine Tanja.